gebeugter Kopf, in sich gekehrter Blick. Charlotte Casiraghi zeigt sich nachdenklich und traurig vor der großen Kathedrale Monacos. Die Prinzessinnentochter ist ins Fürstentum gereist, um ihre Verwandten zu unterstützen. Am 10. Juni verliert Charlottes Onkel Albert seine Cousine. Eine Woche später findet die Trauerfeier für Elizabeth Anne de Massy statt und die gesamte Fürstenfamilie hat sich um die Hinterbliebenen der Baroness versammelt. Es ist der erste gemeinsame Auftritt der Monegassen, seit sie sich bei der Wiedereröffnung des Casinos gezeigt haben. Während die Kleiderwahl der Damen damals sehr romantisch gewesen ist, haben sie ihre Looks dem traurigen Anlass angepasst. Charlotte hat sich für ein Tweed-Kostüm ihres Lieblingslabels Chanel entschieden. Prinzessin Alexandra von Hannover trägt das gleiche Tuch wie ihre Halbschwester. Sie spenden einander Trost und lassen sich nicht aus den Augen. Beatrice Casiraghi und Tatiana Santo Domingo, beide verheiratet mit Charlottes und Alexandras Brüdern, tragen ebenfalls schwarze Kleider. Es ist ein trauriger Anlass, der die Familie zusammenführt, aber er führt auch allen vor Augen, wie stark sie zusammen sind und dass sie sich immer aufeinander verlassen können.